Hi, und heute will ich wieder einmal eine Review machen zu Glossybox Produkten und fangen wir gleich mit dem ersten Produkt an, und zwar ein Mizellenreinigungsfluid von Eucerin, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Es soll 3 in 1 sein, ich weiß nicht, welche 3 Sachen es machen soll. Es ist auf jeden Fall ohne Duftstoffe, Alkohol, Farbstoffe und Parabene, was ich wirklich sehr gut finde. Es soll angeblich eben zum Abschminken sein, als Gesichtswasser fungieren, und das dritte war es jetzt ja nicht. Ich benutze es nach dem Abschminken, wenn das Gesicht schon vollkommen rein ist, noch einmal das über die Augen gehe, um den letzten Dreck runterzuholen und im ganzen Gesicht, um alles, den letzten restlichen Schuss runterzuholen, weil nur das alleine bringt das bei mir nicht. Und das macht sowas sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich es mir nachkaufen würde. Ich glaube eher nicht, weil mir, ja, das kann ich halt mit jedem Produkt machen. Und ich habe jetzt dann noch ein Produkt von Pipa, nein, nicht Pipa, vom DM. Und zwar, wie heißt das? Von dieser Eigenmarke vom DM, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Da habe ich nämlich auch sonst eine ganz große Pulle, ist auch eine Mizellenreinigung. Und das macht das genauso wie dieses. Also, würde jetzt nicht sagen, dass es besonders gut ist, aber ich habe es sehr gut vertragen. Und wenn ich dieses von Balea, schon Balea hat das Kassen, von Balea nicht vertrage, werde ich auf jeden Fall das nachkaufen. Aber daher ist es einmal zu Hause habe, werde ich wohl eher das benutzen. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr lange damit ausgekommen. Ich habe immer noch ein paar Tröpfchen raufgetan, dass es gerade leicht feucht war, das Bett. Und dann bin ich über die Augen und übers Gesicht gegangen. Es war kaum mehr Produkt oben, aber manchmal kann ja sein, dass ein Glitzersteinchen noch irgendwo ist, also so ein Glitzerpartikel oder so. Hat es gut runtergenommen. Ganz sicher kein schlechtes Produkt, kann man sich auf jeden Fall einmal anschauen. Dann gehen wir weiter. Dieses Mal habe ich mir gedacht, 2 Pinsel nehme ich mit. Und zwar Luxury 501, und zwar der da. Der ist wirklich, wirklich leicht und fein und angenehm. Und für Blush und Contour und für alle möglichen Sachen, die was ein bisschen mehr Farbe haben, benutze ich sehr, sehr gerne. Es ist eine super Farbabgabe. Es fühlt sich perfekt auf der Haut an. Also diesen Pinsel, wenn der mal kaputt wird, werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Da ist mir eigentlich egal, wie viel er kostet. Er darf ein bisschen mehr kosten. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie viele Produkte kosten. Das letzte Mal habe ich nachgeschaut. Aber das weiß ich ganz genau. Ein Pinsel, den hat man länger wie ein paar Monate oder so. Den habe ich jetzt schon wirklich lang, und ich glaube, der wird dann noch länger sein. Und wirklich, der ist super toll, und manchmal tue ich damit auch, wie heißt das? Elena? Emily? Highlighter auftragen. Highlighter tue ich damit auch manchmal auftragen. Was tust denn du da? Also wirklich, also dieser, kurz. Er ist also wunderschön mit diesem Pink und dann Gold, und ja, er ist ein bisschen dreckig schon normalerweise, der weiße Spitze. Aber ich habe ihn jetzt nicht geputzt, ich habe ihn jetzt gerade benutzt und für Kontur, aber... Ich bin heute nicht besonders gut geschminkt. Habe heute nicht so die Motivation gehabt, mich zu schminken, weil eben so viele andere Sachen gerade anstehen. Gut, gehen wir weiter zu einem Produkt. MAT Make-up E144. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich sage euch das einmal rein. Werde es sicher finden, und ja. Er ist so eigentlich sehr angenehm, allerdings am Auge biegst der. Der biegst extrem, ich finde ihn überhaupt nicht weich. Wenn man wirklich eine hartnäckige Kante hat, kann man damit sehr, sehr gut verblenden. Ist nämlich ein Verblenderpinsel, glaube ich. Dann kann man ein bisschen verblenden. Ich habe ihn auch schon für Highlighter benutzt, weil er mir über ein Auge einfach zu grob ist. Also er stupft wirklich extrem, und ich weiß nicht wieso. Ja, also keine unbedingte Liebe von mir. Ist trotzdem cool, dass er in der Box drinnen war. So werde ich mir von dieser Marke wahrscheinlich nie wieder was nachkaufen. Dass ich weiß, dass es für mich einfach zu wenig, zu wenig weich ist. Ich habe lieber weichere Pinsel. Ich meine, zum Verblenden ist der schon ideal. Aber nein, tut recht weh auf die Augen, muss ich schon echt sagen. Und da auch, also, er biegst halt unangenehm. Daher würde ich mir auf keinen Fall noch kaufen, egal wie viel er kostet. Ich weiß nicht, ist auf jeden Fall ein hochpreisigeres Produkt. Aber ja, eher nicht. Also man sieht schon, alle Produkte in der Glossybox sind jetzt nicht extrem toll, aber ja, es ist halt ein teures Produkt, und viele Leute werden ihn auch gern gehabt haben und finden ihn vielleicht auch toll.
Wenn ihr davon einer seid, schreibt zwar das einmal, findet ihr die toll? Also ich würde ihm auf jeden Fall nicht nachkaufen. Und ja, das waren wieder die drei Produkte. Und jetzt muss ich mal schauen, was ich als nächster mache. Ich habe noch so einen Nail-Topper, den was ich im Moment sehr, sehr gerne benutze. Jetzt werde ich den noch ein paar Mal benutzen, aber da ich Gelnägel habe, kann ich darüber nicht so richtig berichten. Da tue ich mir ein bisschen schwer, weil ich weiß nicht, wie die Haltbarkeit von einem Nagellack ist. Wisst ihr, was ich meine? Auf meine Gelnägel haltet das sowieso sehr lang und meine Nägel haben auch vorher schon sehr, sehr lang gehalten. Also wenn ich mir Nagellack rauf tue auf meine normalen Nägel, die sind sehr, sehr dick, kann ich schon mal bis zu einer Woche halten und mit Gelnägel, ich muss sie mal runterfräsen, weil wenn ich die jetzt anlassen würde, würden die mal genauso rauswachsen. Das würde sich nirgendwo absplittern oder sowas. Es würde auch nicht brechen oder so. Mir ist das nur einmal gebrochen und da habe ich bei der Emily den Sitz rumgedingst. Das haben wir da, sind wir da verklemmt haben und da ist er dann gebrochen, ja. Aber das passiert im normalen Alltag bei mir wirklich nie. Das ist ein eben Standort. Jetzt bin ich schon wieder vom Thema abgekommen. Man merkt, ich bin redebedürftig, da ich krank bin, habe ich sehr wenig mit Menschen zu tun im Moment. Nur mit meinen Kindern und ja. Ich rede zwar sehr, sehr viel mit meinen Kindern, aber Erwachsenenkontakt war jetzt wieder einmal schön, wieder mal sagen. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag und bis dahin, für euch!